Kunst und Golf, zwei wichtige Pfeiler für den Erfolg von Bad Ragaz. Beides begeistert. Und zwar wie? Spielt ihr Golf? Ja. Und gefällt es euch? Ja, sicher. Aber dem zeigen ihr jetzt ein Teufel, ja? Ja, das ist auch ein doofer Mensch hier, gell? Ist es euch heute auch teuflisch gelaufen? Teufelhaft gelaufen? Nicht gut gelaufen? Ja, teufelhaft. Aber dann können wir wieder besser werden, gell? Nie aufgeben. Nein, nie aufgeben. Niemals. Was gefällt euch beim Golf? Ja, das ist halt auch schön. Alles so. Alles modern. Du kannst endlich mal modern essen. Aha. Und wir dürfen einmal sehen, wie man spielt. Gut. Und was gefällt dir gut im Golf? Mir gefällt es gut halt auch der Platz, alles. Ja, dass ich abschlagen kann. Wieso gefallen mir auch. Alles perfekt. Alles perfekt. Die Schnecke beim Clubhaus vom Golfclub Bad Ragaz erinnert an die 7. Triennale, die von 2018. 77 Kunstschaffende aus 17 Ländern, über 400 Skulpturen, 2600 Tonnen Kunst, 2,5 Millionen Franken Budget und 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das zur Erinnerung. Im 2021 gibt es dann die nächste Triennale. Und zwischen ihnen ist eben das Kunst-Golf-Turnier, wo ein paar Künstler Preise gestiftet haben. Der Markus Graf, einer von ihnen, gibt das Mikrofon für die Vorstellung in die Runde. Der Gabriel Matzenauer. He? Genau. Ich bin Susanne. Gerade der Nächste. Susanne Kopp. Karin Brenn. Silvan Zink. Ich spiele heute am Piano. Kommst du dran, musst du dir vorstellen. Was soll ich sagen? Ich weiss nicht, wer du bist. Ich bin Brigitte Schneider. Und ich bin der hohe Badmeister. Und mich kennen der auch. Der Armin. Ich bin der Hans, der Mann von der Frau. Ich bin Susi. Ich bin der Herbie. Und ich werde der Rübli. Schimmi. Und ich bin Siris, gehöre ich wieder zum Solothurner. Ich habe mit der Susanne Kopp zusammen habe ich die Cinderella, die riesen High Heels gemacht. Und das hat sie motiviert, auszustellen? Ja, das ist natürlich ein ausstellen in der Bad Ragaz. Und es hat uns gereizt, so ein Frauenthema zu machen. Ja. Genau. Und wissen Sie was? Frauen voran. Also irgendwie ist doch wichtig, dass Sie auch golfen. Die haben Sie heute Morgen nicht gesehen. Golfen oh, ich kann nicht golfen. Nicht? Ach, nein. Da können Sie. Nein. Sie können das. Ich bin überzeugt. Ich müsste es probieren. Was haben Sie denn ausgestellt? Den grossen Kubus hatte ich, der farbig, mit Licht. Eine unglaubliche Arbeit. Ja. Hätte jetzt ganz ehrlich gesagt nie eine Frau dahinter vermutet. Sicher? Also, ja. Ja, 1500 Kilo. Ja, eben darum. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Gut, ich arbeite schon in dieser Richtung, aber dann habe ich gedacht, gross muss es sein, oder? Ja. Ja, und ganz ehrlich gesagt, darum habe ich gedacht, weil es so gross ist, da steckt ein Mann dahinter. Ach, so gut. Ist das irgendwie... Ja, da habe ich jetzt vielleicht einfach falsch gedacht, oder? Ja. Ich denke, ein bisschen gross, da steckt ein Mann dahinter. Ist das etwas Spezielles, da etwas ausstellen? Ja, wirklich. Also ich finde einfach die Resonanz, oder? Schon hätte ich nie gedacht, oder? Ich habe das erste Mal mitgemacht, aber man wird eigentlich jetzt noch darauf angesprochen. Und was will man mehr? Ja, ich habe da sehr gerne ein Preisli übergeben für den Wettbewerb. Ich habe mich zwar nicht gerne getrennt von dieser Arbeit, aber ich habe das gerne gemacht. Ich hoffe, der es gewinnt, hat auch Freude. Ich glaube, das ist normal, dass man sich nicht gerne trennt. Ja, das gut, es sind so 3D, kleine 3D-Arbeiten, wo doch ziemlich viel Energie und Zeit dahinter steckt. Aber es ist gern, ich habe das gerne gemacht, ist okay. Ihr habt miteinander etwas gemacht? Genau, wir haben eine grosse Arbeit gemacht, eine Eisenskulptur, Silhouette heisst die. Die haben wir in den letzten Triennale gemacht. Und damals haben wir jetzt ein kleines Modell mitgebracht als Preis. In Form von einer Silhouette. Ja. Ihr arbeitet immer zusammen? Nein, aber ab und zu. Also nein, heisst das nicht mal auch ein Differenzen? Nein, das haben wir sozusagen nicht. Aber es sind zwei ganz lustige, finde ich. Ja. Solange jeder macht, was ich will, haben wir keine Differenz. Eben, so habe ich es gedacht. Genau. Nein, wir haben die Silhouette gemacht. Das waren 7 Bögen. Die ist unten am Garten vom Grand Hotel ist sie gestanden, 13 genau, Meter mal 6,50 Meter. Hoi, hoi. Ja, und jetzt haben wir sie ins Weltschappe gebracht. Château Vulleron. Vulleron, ja, ein schönes Château steht sie.
oben an der Rebbe und schauen den Mont Blanc hinterher. Also, sie hat gleich Berge wie da und das ist ganz eine tolle Sache. Ist es schwierig, so ein Kunstwerk können zu platzieren? Ja, vor allem Transport ist schwierig gewesen, weil die hat 13 mal 6,50 m. Also wir müssen wieder Maschinen nehmen, wir müssen sie verschneiden und komplex auf den Tiefgänger verladen, dass man sie überhaupt durch die Schweiz transportieren könnte. Unglaublich. Ja. Wie tut man sich so etwas an? Ja, da frage ich mich auch mich selber, aber wir machen es immer wieder. Ihr braucht eine Herausforderung, hä? Schon, oder? Ja, das braucht man. Ja. Als Ho- und Badmeister hat er sich vorgestellt, aber nein, er ist der Rolf Hohmeister. Zusammen mit seiner Frau Dresdner, hier links neben dem Künstler, neben dem Gilles Topaz, zusammen mit seiner Frau, also hat er die Idee von der Triennale gehabt und auch viel, viel riskiert damit. Und der Rolf Hohmeister, er spielt auch Klavier und seine Frau singt. Und darum ist es wahrscheinlich geraten, der Silvan Zink zu verpflichten für einen Abend. Der Botschafter von der Schweiz in Sachen Boogie-Woogie. Aber urteilt selber. Meister und Könner seines Faches und einfach bleiben. Genau wie der Rolf und Dresdner Hohmeister. Samstagmorgen, ungefähr so, glaub, 8:30 auf der Golfanlage. Rolf, was hat denn das mit der Triennale zu tun? Also Golf, wenn man es kann, ist sicher eine Kunst, wo man eben auch muss Geist und Seele und den Körper in Einklang bringen und ruhig sein, um erfolgreich zu sein. Aber wir haben auch mit dem Willen zeigen, nicht alles ist Golf, was glänzt. Es gibt noch Sachen, wo auch das Geistige dazugehört, das Kultivierte, Kulturelle im Leben und dass eben Kultur nicht nur eine Nebensache ist von der Welt, sondern soll zeigen, dass auch das Geistige eine wichtige Position hat in unserem Leben. Du hast es dir den Ort ausgesucht für so ein Interview. Was ist denn das da vorne für einen? Ist das der Eile mit Weile oder was ist es das da? Das ist der Seemann Joe, der in sich ruht, wo die Ruhe selber ist. Und wir haben ja das letzte Jahr Eile mit Weile mit dem gelben Schneckel-Symbol gehabt. Nur wer in Ruhe sich selber eben durchs Leben bewegt, hat die Chance, auch heil durch das Leben zu kommen. Seid ihr so cool, Esther, gell? Aber apropos cool, gell? Also 77 Künstler aus 17 Ländern, glaub 400 Kunstwerke, dein Kühlschrank voll von Zedeln, von Verpflichtungen, wo der Rolf und die Triennale aufgeht. Also hast denn du überhaupt noch Ruhe gehabt? Ja, weil der Tag hat 24 Stunden. Schlafen tun wir ganz wenig, also haben wir immer ein bisschen Zeit. Golfen tust du auch? Golfen täte ich sehr gerne, aber dieses Jahr gelingt es mir wieder ein bisschen mehr. Aber im letzten Jahr, im Ausstellungsjahr, ist es definitiv ist es zu kurz gekommen.
Aber gell, das gehört dazu. Gell? Man hat immer geredet von Therme, von Grand Resort, dann hat man natürlich auch geredet von Golf. Und jetzt, Triennale ist wirklich auch ein wichtiges Standbein für Ragaz. Das kann man wirklich sagen. Das hat wirklich Haufen Leute von x Ländern hierher gelockt. Das ist richtig, ja. Also ich glaube auch, es ist so, auch bei der Ragazzo-Bevölkerung, die können es fast nicht abwarten, dass die 3 Jahre durch sind. Und sie hätten am liebsten jedes Jahr eine Ausstellung, weil es natürlich eben auch ein wirtschaftlicher Faktor für das ganze Dorf. Da müssen wir auch sagen, nicht nur für das ganze Dorf, Rolf, sondern natürlich auch für euch. Es ist jetzt inzwischen eine Erfolgsstory, aber es hat ja nicht immer gerade so danach ausgesehen. Also haben wir auch viel Risiko getragen? Nein, in den 90er Jahren, als wir angefangen haben mit der Vision umsetzen, haben wir natürlich Geldprobleme gehabt. Für Kultur hat die Region noch nicht so viel Geld ausgegeben. Und es war so, dass man sogar immer eine Hypothek aufs Haus aufnehmen und dann immer wieder langsam abbauen. Und Geld sammeln für Kultur ist Knochenarbeit. Eigentlich würde ich lieber eine Formel-1-Rennen organisieren oder einen Fußballmatch. Da gibt es mehr Kohle dafür. Also ein Sektor, du bist ein Poet, du spielst schon gerne Klavier. Also, da würde ich dir jetzt zutrauen, Formel 1 Rennen. Aber wir bleiben jetzt mal beim Golf. Also, du startest heute auch noch um 9:30 Uhr. Also, du traust dich da, gell, um da noch anzutreten. Jetzt vielleicht einfach noch mal. Wir haben Schöf, wir haben Schnecken. Das nächste sind dann die Sterngucker. Oder was sind das genau mit diesen Zwergen? Nein, es sind Ferngucker. Ah, Ferngucker. Also, der Künstler Ottmar Hörl aus Deutschland bezeichnet sie als Weltanschauung. Und man sieht die Welt nur klar, wenn man den Durchblick hat. Und darum wünschen wir auch den Politikern Weitblick und Fernsicht, dass die Zukunft eben gut gestaltet wird. Und wir möchten mit der Kultur mithelfen, dass die Weltanschauung gut wird. Das im 2021. Am 8. Mai 2021 wird die Eröffnung von der 8. Triennale der Skulptur. Wir sehen ja noch beim Spielen. Jetzt würde es mich interessieren, wie sind wir auf die Idee gekommen von dieser Golf-Trophy jetzt da, die eben von der Triennale organisiert wird? Es sind sehr viele, die Golf spielen, die Gott sei Dank grosszügig sind, auch im Unterstützen. Und die Knochenarbeit vom Geld sammeln, haben wir natürlich dann auf die Menschen ausgedehnt, die wir auch kennt haben. Und das sind Vereine, Institutionen. Und weil wir in Ragaz die Chance haben, haben wir eben probiert, die Kunst des Golfspiels mit der Kunst von der Skulpturen zusammenzubringen. Wir können noch länger näher zum Start. Bist du nervös? Jetzt komme ich langsam nervös. Ja. Hast du gesehen? Und der ist der Lachen. Ja, ich habe keine Nervosität. Ja. Ich bin nur Organisation. Ich hoffe, dass du nur den Probeschlag filmst. Gell? Auf jeden Fall. Nein, der Probeschlag geht ja meistens über den Ball weg. Schon der, ja, genau. Okay. Du spielst einfach ganz normal 18 Loch Handicap, oder? Ja. Ein Spaziergang von rund 10-12 Kilometern. Und wenn man dann noch eben angespannt ist und sich konzentriert, dann hat man das Gefühl, man sei nachher 25 Kilometer gelaufen. Und dann ist losgegangen. Der rote Captain, der rechts, der Präsident, der Ferngucker mit den Zwergen und Tester im Gespräch mit der Tochter Petra und mit der Helferin der Brigitte. Die Leute wollen die schon kaufen. Habe ich auch eine Liste gemacht. Sieht aber auch nur so aus. Okay. Zwerg Orange 75, ja, Ferngucker sitzen oder stehen. Und da müsst ihr einfach eine E-Mail-Adresse haben. Und was? Ferngucker sitzen, stehend, orange oder schwarz. Oder die hast du auch aufgestellt? Der Zwerg gibt es nur orange. Der Zwerg habt ihr als Dekoration. Okay. Ja. Der Zwerg gibt es nur orange. Und dann also ab auf Golfbahn Nummer 10, weil dort gibt es zum Mittag. Und ich habe mit dem Künstler, mit dem Gilles Topaz. Ja, Gilles Topaz. Vor den Figuren via Appia. Was machen Sie lieber, Kunst oder Golf spielen? Natürlich Kunst, das ist meine Aufgabe. Golf spielen, das ist, um den Kopf frei zu bekommen für die Arbeit. Ah.
Und das ist manchmal harte Arbeit. Es sieht alles so kreativ aus, aber manchmal harte Arbeit. Meinst du jetzt das Golf oder das, die Kunst? Ja, die Kunst, ja, und das Golf auch. Das ist beides harte Arbeit, aber es ist eine schöne Arbeit. Das ist meine Lebensaufgabe, Kunst zu machen, ja. Aber wenn man sich diese Skulpturen anschaut, die jetzt hier vor der Therme stehen, das ist ja wirklich nachhaltig. Das ist wirklich ganz etwas ganz Spezielles. Da steckt viel Arbeit dahinter. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Die Arbeiten hier, das sind 9 Figuren und die sind benannt nach der Appia Antica. Das ist die bekannteste antike Römerstraße. Wunderschön, ich habe lange in Rom gelebt und bin da oft hingegangen. Die haben mich immer inspiriert und die Menschen, die ich auf der Appia gesehen habe, haben mich auch inspiriert. Es ist die schönste Straße der Welt und nach dieser Straße sind diese 9 Figuren benannt. Ja. Und mitgebracht haben Sie dann die schönste Frau der Welt gleich mitgenommen, oder? Nicht? Ja, in der Tat. Meine Frau ist auch Römerin und ich habe sie zwar nicht auf der Appia kennengelernt, aber Sie haben schon recht, die habe ich dann auch mitgebracht. Ich habe schon gesagt, sie soll doch kommen, sie hat sich jetzt versteckt, aber ja, spielt zusammen Golf. Ja, natürlich, ja. Spielen Sie oft Golf oder ist es jetzt einfach mal hier? Na, wenn es die Zeit erlaubt, natürlich. Es ist ganz gut, man kann nicht den ganzen Tag diese arbeiten. 8-9 Stunden am Tag verwirklichen und deswegen ist es ganz gut, mal zwischendurch ein Loch zu spielen. Das macht den Kopf wieder frei für die Arbeit dann. Fit für Golf, hä? Alles ja. Okay? Ziemlich fit. So, schlagen wir ein paar Bälle? Ja, schlagen wir uns ein bisschen ein. Wunderbar. Golf und Kunst beflügelt, auch zum Philosophieren. Das ist Kunst, italienische. Und das regt dann anscheinend noch vor dem Golf zu angeregten Gesprächen an. Italien ist anders, oder? Das sieht man bei den Italienern, da beim Schuhmacher machen mit den Schlüsseln. Ja. Wenn er sagt, die Schlüssel sind am Nachmittag fertig, das ist nicht sicher. Das ist ja. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, wo pro Jahr mehr Regierungskrisen hat, ja, oder? Als Italien, ist, oder? Das ist gerade, aber vielleicht gibt es eben auch kein Land mit mehr Individualisten, oder? Ja. Vielleicht Frankreich noch. Ja. Wir Schweizer sind ja der wunderbare Durchschnittsweltmeister, oder? Ja, genau. Nein, was erstaunlich ist doch auch der Staatshaushalt. Aber Italiener im Allgemeinen geht es nicht schlecht. Nein, das ist das, was ich will sagen, ja, oder? Vielleicht der Individualist, ja, oder? Natürlich. Nicht der Staat. Ja. Eben. Ich meine, warum ist der Kommunismus sein als System? Und es gibt immer noch Leute, die wieder meinen, dass sie gleich. Und das ist ja das, was wir mit den blauen Schafen machen wollen, oder? Alle sind gleich, aber. Jeder ist wichtig, oder? So, lieber Ball, begleite mich. Der Rolf Hohmeister beim Start. In seinem Kopf ist der Start der 8. Triennale schon längst da. Einzigartig. 2021 wahrscheinlich wieder 500.000 Besucherinnen und Besucher, die wegen der Triennale auf Ragaz können. Der Gil Topaz mit seinen neuen Figuren von der Therme hat sich hier verewigt. Als Golfspieler ist er passioniert. Sehr grosse Konzentration, der Start völlig gerade, ein super Schlag. Ja. Und ich bin Dresden dann zur Bahn Nummer 10 gefahren, weil dort gibt es ja zum Mittagessen. Und auf dem Weg habe ich gesehen, ja, wie sich die Leute eben konzentriert haben, wie sich abgerackert haben. Und wenn ihr das mal anschaut, es läuft so gut und knapp dran vorbei. Also so etwas ärgert einem dann schon unglaublich. Und das natürlich auch. Golf spielen, ich weiss es aus eigener Erfahrung, das sieht einfacher aus, wenn das es ist. Mittagessen, das ist sicher schön. Eine Erholung und natürlich eben auch eine gute Unterhaltung. Und ich habe mit Leuten geredet. Loch 10, Mittag. Also, wie ist es gelaufen bis jetzt? Also, man schlägt sich durch. Wenn das Paten besser wäre, wäre ich sehr zufrieden eigentlich. Ist auch noch ein Plausch natürlich, oder? Absolut. Nein, und wir haben es ziemlich cool. Wir sind das Zweite und können vorzuspielen, sind die 3 Stunden durch, 3,5. Das ist genial. Jetzt kommt dann Bahn 12. Das ist wahrscheinlich die Lieblingsbahn. Dann, he? Also es ist wunderschön von der ganzen Optik. Gegenüber die Kielen spielen, die Berge im Hintergrund. Es ist zwar ein sehr langes Loch, ambitiös, aber es macht Spass.
Aber eben, ohne dass man ambitiös ist, läuft man da nicht 12 Kilometer, nervt sich, dass man dies und jenes nicht trifft und so. Also, da muss man ambitiös sein. Das stimmt. Kein Geissenweg, gell? Das stimmt. Aber es ist eben auch gut fürs Gemüt. Man kommt oben runter, man muss sich wirklich irgendwie beruhigen und ruhig werden. Und das tut mir gut, neben dem Geschäftsleben und allem. Dann frage ich mal ganz, was machen Sie denn so, wenn Sie nicht Golf spielen? Ja, ich habe eine Geschäftsführung von einer kleinen KMU und da ist man natürlich wirklich 12 Stunden am Tag voll drin. Und da ist man froh, wenn man am Wochenende auf den Platz gehen kann und oben runterkommen. Und wenn Sie das alles im Alltag erleben, dann macht es Ihnen nichts aus, wenn Sie mal irgendwie einmal nicht so einlochen könnten? So. Definitiv nicht. Da würde ich schon lange nicht mehr spielen, wenn man mit dem nicht umgehen könnte. Also in dem Fall völlig happy und Ragaz ein super Golfplatz, absolut, oder? Absolut. Kann ich unterschreiben. Geht zuschauen, ist wunderschön, ist er. Ist herrlich. Oh. Was heisst du? Ist er noch daneben? Nein. Das Loch am falschen Ort und das Kleine. Ah. Ja, das tut weh. Und gell, es ist dann schon unglaublich ärgerlich, gell? Hat man einen Wunderschlag und nachher am Schluss läuft es noch so. Ja, ja. Wenn du bist, also ich mit meinem Handicap mit 3 auf dem Green und dann brauche ich noch 3 Putt beim Paar 4, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Da muss man durch. Ja, Frust und Lust ist so nah beieinander. Also ihr seid im Essen und die Kollegen sind im Elend. Ja genau, finde ich nicht schön. Aber ich geniesse es. Ja, aber vorher das Gefühl, sind da hier beim 10 auch ein bisschen im Elend gewesen, ja? Ja, nicht nur dort. Nicht nur dort. Es waren vorher schon nicht Löcher, wo wir das Elend hatten. Das Elend hat ganz verschiedene Gesichter. Es kann auch so aussehen. Das ist dann ein ganz grosses Elend. Aber manchmal ist auch riesige Freude da. Und die sieht dann eben wieder so aus. Ja. Und dann gibt es ja bei Bahn 14 gibt's etwas Spezielles, die beiden Meiter gefragt. Was machen wir denn beim Loch 14? Kaffee, Kuchen. Aha. Der Schnaps steht vorne und dann dürfen sie es selber bedienen. Hat mir die Enkelin von Risser Hohmeister gesagt, die mit einer Kollegin zusammen der einzigartige Post bei der Bahn Nummer 14 gehütet hat. Mit Risser bin ich dann zur Bahn 6 gefahren. Ja, ist sie kommen, hä? Sie kommen, ja. Die Allernächsten kommen, ja. Bahnnummer? Was heisst? Bahnnummer haben wir da, was für eine? Das ist 6. Es geht halt schon lange, gell, bis man da mal durch ist, nicht? Ja, vor allem, wenn man nicht immer so schön gerade ausspielt. Oh, der Rolf hat jetzt aber gerade die Fahnen angehauen. Nein! Hat sogar noch die Fahnenstangen verwutscht. Jetzt hör aber auf! Ja, das da tut das sehr gut, ja. Mein Gott, ja, schau mal. Er läuft schon ganz anders davon, hä? Ja, ganz stolz. Stolz und ja, zügig, ja. Hä? Ja, ja. Schau mal das an. Gehen ihr etwa mal auch miteinander oder habt ihr gar keine Zeit für sie? Mal. Da der Rolf in der Teilpension ist, haben wir dann auch etwa Zeit, um miteinander zu gehen. Ja, ja. Aber er kann sich sehr fest aufregen ab einem schlechten Schlag. Ich bin leider nicht so ehrgeizig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also da habe ich jetzt volles Verständnis für ihn, ganz ehrlich. Ja, ja, es sei sehr männlich. Er sagt immer, es ist männlich. Und ehrgeizig ist er ja sowieso. Ja. So, und jetzt hat er sich gefreut, dass er so nah ist. Jawohl. Jetzt gibt es die neue Regelung, gell? Du kannst die Fahne rausnehmen. Die Fahne drinnen lassen, die Fahne rausnehmen. Da kannst du so etwas durch. Schwieriges. Ich finde es nicht gut. Nein, und vor allem, gell, wenn er jetzt hier so nach dazu ist und jetzt hier bringt, dann ist der Ärger natürlich perfekt. Ja, gell? Das tut weh. Ein schlechter Schlag. Auf dem Fairway, das geht nicht so an Substanz, wie wenn die keinen Putt nicht reingehen. So, was geht jetzt Ihnen vor? Du kennst ihn ja. ich glaube nicht, dass er an mich denkt. Meinst du, hat er uns nicht gesehen? So, nicht, konzentrieren und rein. Und? Daneben. Oh, super! Deine, hä? Ja, gewaltig. Schau mal. Hey! Nicht Profis, gehen sie dann an die Hand. Unglaublich. Ja, da sind wir aber stolz. Ja, super. Ja, siehst du, er hat uns also schon gleich gesehen, gell? Ja, ja. Er hat uns gesehen. Nein, das tut ihm gut. Ich mag ihm es von Herzen gönnen. Rolf, ein Chef oder glücklich? Glücklich. Glücklich. Ja, der erste Schiene. Paar. Jetzt wieder schön. Dann zwischendurch mal. Ist zwar kein Frust, aber es ist Bescheidenheit, die man dann wieder hat.
wenn man im Wald muss Eier suchen muss, obwohl nicht Ostern ist. Ah. Aber jetzt so beim Sexy hast du die Fahne gestreifelt, gell? Ja, hättest du gerne können direkt hier, gell? Ja, ja. Er ist ja drüber gerollt, wie du gesehen hast, gell? Ja. Und der andere ist dann rein. Aber er ist natürlich auch, wenn eine Attraktion davor ist, wie du und meine Frau Esther, oder? Dann ist klar, oder? Das ist... Show ist alles. Ja, die Attraktion war wahrscheinlich eigentlich der Golfplatz. Ja, Bahn Nummer 7, wunderbar das Hindernis, das Wässerli gemeistert. Vorne aus der Kronenberg, die Antonella, die Frau eben vom Gil Topaz, sind da mit dem Rolf zusammen unterwegs gewesen. Und dann, wir haben nicht recht gewusst, ist am Kronenberg sein Ball oder ist der Antonella ihre oder ist am Rolf sein auf jeden Fall ist über das Eiersuchen im Wald, wie es der Rolf ja angetönt hat, bei der nächsten Bahn losgegangen. Ja, wir haben einen Haufen andere Golfer auch gefilmt. Aber das wollen wir euch jetzt nicht preisgeben. Wir machen jetzt einen Cut und gehen direkt zum Abend. Guten Abend, buonasera, benvenuti, bienvenue, willkommen. Wir haben viele Freunde aus der Kunst hier. Ich bemühe mich einer guten Sprache. Ich schwätze nicht. Ich rede auch nicht über 3 Minuten, wie immer versprochen. Herzlich willkommen an alle Künstlerinnen und Künstler. Dankbar sind wir für die Geschenke, die wir über die Kunst und Künstler erhalten. Liebe Golferinnen, liebe Golfer,
spätestens wieder dieser kleine Scheißer nicht dahin ging, wo ich wollte, habe ich gemerkt, dass nicht alles Golf ist, was glänzt. Ich freue mich, dass wir als Familie auch mit Schwester Esther hier sein dürfen. Es gibt wichtigere Dinge wie die Nebensachen im Leben, wie Formel 1, Fußball oder Golf. Es gibt Dinge, die das Geistige zu dem machen, womit wir überleben können. Und es ist die Kultur. Und wir, die Familie, Esther, wir alle versuchen, diese Kultur mit euch zu leben, um die Zukunft schöner zu machen. Wir alle sind sicher noch ein bisschen Bauern. Aber der Bauer war wichtig als Agrikultur. Derjenige, der Brot und Spiele möglich machte. Aber irgendeiner hat einmal gemerkt, dass Kultur mehr ist wie Brot und Spiele. Kultur, der Inhalt unseres Lebens, ist vermutlich die Cultura Animi, die Herzenskultur. Und wenn wir ohne Herzen nicht fähig sind, unsere Lebenskultur zu leben, dann sind wir weder ein Club, noch ein Paar, noch eine Familie. Und ich danke euch, dass wir mit diesem Turnier die Feldbestellung des Lebens, also die Agrikultur, Brot und Spiele mit der Kultur Animi miteinander möglich machen können. Danke an alle, die hier sind. Danke an die Familie, an Esther, an die Künstlerinnen, an die Künstler und an euch alle. Super, danke schön, vielen Dank.